Wir befinden uns gerade vor einem Ort, den man tatsächlich momentan nur von außen aufsuchen kann. Man kann nicht reingehen. Ein Friseursalon. In diesem Fall ist es der Friseursalon von André Thomas, mitten in Alsdorf, direkt neben dem Norma, der sehr gut besucht ist. Aber hier vor dem Laden und vor allem in dem Laden von André Thomas ist tote Hose. Friseure haben seit längerem geschlossen. Und deshalb wollten wir uns selbst ein Bild machen, wie die Situation der Friseure momentan aussieht, worunter sie leiden und welche Perspektive sie für sich sehen. Und ich würde sagen, wir klopfen einfach mal und schauen, ob jemand da ist. Ah, hallo André, dürfen wir reinkommen? Wunderbar, vielen Dank. Hallo André. Hi. Thomas, vielen Dank, dass es mit dem Gespräch, mit dem Termin hier geklappt hat. Wir sind auch hygieneschutzmäßig auf der sicheren Seite mit einer entsprechenden Vorrichtung, die sich hier in dem Laden befunden hat. Kannst du erklären, was es damit auf sich hat? Ja, das sind die Trennwände, die wir letztes Jahr gebaut hatten. Nach dem ersten Lockdown mussten wir auch Spuckschutz und sowas machen. Aufgrund dessen, dass die teilweise natürlich damals auch oder auch heute noch sehr viel Geld kosten, hatten wir uns überlegt gehabt, wie wir das anders da gestalten können. Da ich ursprünglich mal Zimmermann gelernt habe, dachte ich, gut, dann kannst du die Dinge auch selbst bauen, habe die für kleines Geld gebaut. Damals mit dem Hintergedanken natürlich, dass ich die jetzt nicht ewig stehen haben muss. Das war so ein Provisorium, wo ich sage, ach, machst du mal 1-2 Monate, dass sich das über ein Jahr hinwegzieht, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber so stehen sie immer noch. Ohne Nutzen allerdings. Zum aktuellen Zeitpunkt leider ohne Nutzen, ja. Verstauben aktuell nur. Seit dem 16.12. sind wir ja geschlossen und warten jetzt natürlich sehnsüchtig wieder darauf, dass wir auch wieder arbeiten können, den Salon befüllen können und eventuell auch die Trennschutzwände wieder nutzen können. Wie fühlt sich das an? Ihr habt insgesamt, beziehungsweise du beschäftigst 6 Mitarbeiter insgesamt. Der Laden ist seit Mitte Dezember zu, wie du eben erwähnt hast. Man weiß nicht, wann wieder geöffnet wird. Es wird momentan diskutiert. Aber wenn ich das richtig sehe, Schutzmaßnahmen habt ihr durchgeführt und trotzdem könnt ihr nicht öffnen. Ja. Wie geht's dir dabei? Bescheiden, um es milde auszudrücken, sage ich mal. Weil das Problem ist jetzt einfach, die Schutzmaßnahmen, klar, die waren am Anfang schon gegeben gewesen. Die mussten ja ein komplettes Konzept ausarbeiten und sowas, unter welchen Umständen wir wieder öffnen dürfen. Das hat letztes Jahr stattgefunden. An diese Regeln halten wir uns auch alle, die damals beschlossen wurden. Nur das Problem ist, dass sie jetzt schon wieder über Schritte weiter nachdenken, um das Ganze nochmal abzuändern. Nur mir sind auch keine Fälle von letztem Jahr bekannt, wo jetzt ein Friseursalon als Superspreader oder sowas gegolten hat. Also es sind sogar Fälle bekannt, wo nachweislich eine Friseurin positiv war, 4 Tage gearbeitet hat und 4 Tagen keinen einzigen Kunden angesteckt hat. Also von daher scheinen ja die Hygienekonzepte zu funktionieren. Und aktuell sind sie am Diskutieren, ob auch im Salon FFP2-Masken getragen werden muss, während des Haarschnitts dann halt eben. Ihr habt seit Mitte Dezember dicht und wenn man so will, ihr dürft nicht arbeiten, ihr habt keine Einnahmen. Fließen denn wenigstens Staatsgelder? Nein, bisher nicht. Es ist ja so, zum Beispiel im Gastronomiebereich, die machen das ja mit Außendienst oder die Abholservice oder sonstiges. Wie gesagt, da können die schon ein bisschen über Wasser halten. Die Möglichkeit habe ich nicht. Ich kann jetzt keinen Haarschnitt to go anbieten oder sowas, wo wir versuchten, uns so ein bisschen über Wasser zu halten oder so ein bisschen was nebenher zu erwirtschaften, war tatsächlich über Produktverkauf. Mhm. Obwohl ich da gestehen muss, es rentiert sich nicht. Also es sind 1-2 Kunden, klar, die gerne ihre Produkte weiter haben oder sowas. Teilweise natürlich die Leute auch sagen, gut, ich habe jetzt eh nicht so das Geld durch die Kurzarbeit, dann helfen sie sich mal mit Produkten vom freien Markt oder sowas. Also wir bieten es an, ja, aber die Nachfrage hält sich im Zaun. Habe ich auch bei Mitbewerbern mitbekommen durch den Marketingclub, wo auch viele sagen, gut, nee, wir bieten es an, aber es ist jetzt kein, wo ich jetzt sage, ich mache da Geld mit. Können Anträge dann gestellt werden? Zum aktuellen Zeitpunkt nein. Jetzt ist voraussichtlich, ab dem 15. Februar, sagte mir jetzt der Steuerberater auch, können die Anträge gestellt werden, dass das online, die Online-Plattform freigeschaltet wird, um halt eben die Anträge überhaupt zu stellen. Bis dahin können wir noch gar nichts machen, außer Kurzarbeitergeld. Mit deinem professionellen Blick, wenn du so in der Gegend unterwegs bist, die Menschen anguckst, zum Beispiel meine interessante Frisur momentan,
Begegnen dir da manchmal auch Menschen, wo man sich denkt, okay, der letzte Haarschnitt ist vielleicht doch nicht Mitte Dezember her? Viele sogar, viele. Gut, du bist jetzt ein Prestigebeispiel. Also ich weiß, du warst seit Mitte Dezember nicht mehr beim Friseur, das gebe ich wohl zu. Nein, natürlich, klar, allein beim Einkaufen. Und morgen noch der Postbote, habe ich auch gesehen, der hat einen frischen Haarschnitt gehabt. Beim Einkaufen gerade eben hatte ich auch noch einen frischen Haarschnitt vor mir. Allerdings muss man da schon ein bisschen differenzieren. Zum Beispiel den gerade eben, den netten Mann, den ich vor mir hatte, war definitiv kein Fachmann dran gewesen, aber irgendwas zu Hause im Hinterhof. Kriege ich auch bei mir im Kundenstamm mit, wo sie mir mitteilen, ey, die Frau hat geschnitten oder ich habe meinem Sohn die Haare geschnitten und sowas. Das finde ich ja auch okay, sollen sie ja auch machen, wie gesagt. Schlimmer wird es da halt eben dabei, dass viele Haarschnitte, die ich sehe, definitiv nicht von einem Laien gemacht sind, sondern tatsächlich von einem Profi, was man zu Hause nicht hinkriegt. Und das ist das, was mich halt eben fuchst. Hattest du selbst schon auch Angebote? Ja. Die Anfragen sind in diesem Bereich sehr regelmäßig, sehr häufig. Man muss tatsächlich sagen, beim ersten Lockdown war es weitaus mehr gewesen als beim zweiten. Im zweiten immer noch viele Anfragen. Nur ich persönlich distanziere mich davon. Dafür haben wir diese Satzeslage und da möchte ich mich auch dran halten. Wie viel könntest du da pro Haarschnitt verdienen? Rekordangebot war für einen Herrenhaarschnitt 100 Euro. Oh, nicht schlecht. Das war wirklich einer, der gesagt hat, hier Junge, ich gebe dir 100 Euro, Hauptsache du schneidest mir die Haare. Nur da möchte ich nichts mit zu tun haben, wie gesagt. Wie fühlst du dich denn bei dieser ganzen Situation? Seit insgesamt 4 Jahren betreibst du diesen Laden, bist 37 Jahre alt, also auch noch nicht so alt. Hast hier durchaus etwas mitgewagt und letztlich keine Kunden hier. So leer hat sich sicherlich noch nie hier angefühlt an einem Samstagnachmittag. Nee, definitiv nicht. Wie geht's dir damit? Mittlerweile schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Also es war am Anfang, gut, klar, man nimmt es so hin. Wie gesagt, ich will auch nicht in der Position der Regierung sein oder der Entscheidungsträger sein, die das Ganze entschieden haben. Wie gesagt, ich bin kein Virologe, ich kenne mich da nicht aus mit dem Ganzen. Von daher möchte ich mich auch da jetzt nicht irgendwo aus dem Fenster legen und sagen, es ist Schwachsinn. Mit Sicherheit hat das seine Begründung, nur so langsam nervt. Es ist nervlich strapazieren, es ist familiär, es ist insgesamt, man baut sich ja auch irgendwas drumherum auf. Ich habe ja eine Selbstständigkeit, das heißt, ich habe eine Familie zu Hause, ich habe einen Neugeborenen zu Hause, ich habe ein Haus, was auch irgendwo bezahlt werden will und sowas. Das sind natürlich alles Sachen, die spielen dann irgendwann mit rein und irgendwann kommt man einfach auch an die Grenzen von dem Nervlichen. Wie sind grundsätzlich so die Rückmeldungen von Kunden? Wir leben hier auf dem Land, man kennt sich, da bekommt man ja auch schon mal diverse Einschätzungen von Kunden. Gut, tatsächlich, das muss ich sagen. Also das ist im Vergleich, wo wir gerade eben drüber gesprochen hatten, wo ich in der Stadt nochmal gelebt habe, in der Großstadt, ist es sehr anonym. Man kennt sich ja, aber man hat jetzt nichts miteinander zu tun. Das ist auf dem Land schon schöner und angenehmer, muss ich sagen. Kunden schreiben auch mal eine WhatsApp oder sowas. Mhm. Hey, grüß dich, wie geht's dir? Oh, wir denken an euch oder so. Das ist dann eher ein anderer Rückhalt, sage ich. Man tut dann auch gut zwischendurch. Wenn wir jetzt mal etwas weiter gucken, Mitte Februar, glaubst du wirklich dran, dass ihr dann wieder öffnen dürft? Jein. Also ich bin tatsächlich ein Optimist. Ich hätte schon vor 4 Wochen aufgemacht, nach meinem Optimismus angesehen. Ich persönlich hoffe doch stark, dass wir am 15. Februar wieder aufmachen. Muss aber auch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Der Druck momentan auf die Regierung ist hoch, gar keine Frage. Ob der hoch genug ist, dass das ausreicht, dass wir wieder geöffnet werden, ich kann es nicht absehen. Also, wenn es nicht klappt, wie würdest du dich dabei fühlen? Schlecht, weil dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viel kommt jetzt bei den Soforthilfen, weil das ist ja immer noch bekannt. Aktuell sollen wir nur anteilig die Fixkosten getragen bekommen. Wenn der Fall eintritt, bleibe ich teilweise auf einen Teil der Fixkosten selbst hängen. Plus noch dazu, dass ich einfach keinen Privateinnahmen machen kann und auch kein Gehalt in dem Moment habe und so. Und ab dann wird es auch irgendwann tatsächlich wirklich eng. Du kennst dich in der Branche aus. Wie sieht's bei Kollegen aus? Schlimm, teilweise. Also teilweise sind Friseursalons schon geschlossen oder haben geschlossen. Das fing dann nach dem ersten Lockdown schon an, wo bei mir bekannt in Göttingen zum Beispiel, das war ja damals noch ein Hotspot gewesen von Corona-Fällen, der hatte ziemlich kurz danach, nach dem Lockdown geschlossen und sowas. In München hat jetzt ein Bekannter von mir seinen Laden geschlossen und so. Also es häuft sich. Friseur intern wird tatsächlich von 30-40% Schließung gesprochen.
André, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir drücken die Daumen, dass es demnächst endlich wieder losgeht und ihr vor allem für euch selbst sorgen könnt als Friseure und nicht auf Staatshilfen, die momentan eh nicht fließend angewiesen seid. Vielen Dank und alles Gute. Gerne, ich danke.